Leute, was geht ab? Steven. Ich bin's, Marvin. Heute werden wir einen Tag lang wie im Gefängnis essen. Dafür haben wir uns einen Plan aus einem echten Gefängnis in Deutschland rausgesucht. Und zwar ist der hier eingeblendet. Frühstück, Mittag und Abendessen gibt es. Und übrigens, das ist ein richtiger Tagesplan aus der JVA. Und ja, wir ernähren uns so, wie die sich auch dort sonntags ernähren. Leute, jetzt Daumen hoch für mehr 24-Stunden-Challenges. Und wenn ihr noch mehr verrückte Ideen habt, so wie diese, schreibt's in die Kommis. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Frühstück. Und zwar gibt es... Zack! Willkommen zu unserem Frühstücksfest, Mann. Ja, wir stellen mal vor, was wir hier haben. Wir haben einmal Brot, Margarine, zweimal Speisequark. Und da hört das Ganze auch schon auf. Und dann haben wir noch ja, Tee, grüner Tee hier. Das war's auch. Das war's. Also Kohlenhydrate, fette Eiweiß. Wenigstens achten die ein bisschen auf die Makroverteilung. Ja, Mann, also das war's. Wir schütten uns erstmal hier Tee ein, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier grünen Tee am Start. Ich glaube, wir würden den Tag zu essen. Boah, das ist echt mager, muss ich sagen. Ich habe auch richtig krass Hunger gerade. Mal gucken, ob das satt macht, Leute. Mal gucken, ob das auch am Tagesende. Dann sagen wir Fazit, hat satt gemacht oder nicht. Genau. Bin ich mal krass gespannt. Das einzig Schöne, was ich mich jetzt feststellen kann, dass wir mal wieder am Tisch sitzen zusammen. Ja, Mann. Auch schon was her. Ist so, sonst essen wir immer einzeln im Zimmer oder so. Okay, machen wir uns ein Brot mit Margarine. Das war's. Und dann machst du Quark aufs Brot. Ich dachte, ich löffel den, aber ich glaube aufs Brot. Ich glaube, ich mache ein bisschen aufs Brot und den Rest löffel ich so. Genau. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, könntet ihr euch vorstellen, so ein Frühstück jeden Tag oder wäre das zu wenig? Weil, ja, wir haben auch geguckt, die Tage sind relativ ähnlich alle. Ja. Also jeder Tag ist fast das gleiche Essen. Es gibt zum Beispiel mal an einem Frühstückstag Kakao, das haben wir gesehen, Tee, Kakao. Ja. Sowas halt, aber dann hört es auch fast schon auf, ne? Ich glaube, ich mache mal auch mal. Ey, habe ich noch nie vor langem nicht mehr gemacht, so ein Quark. Machen wir uns mal Quark auf das Brot. Erstmal Margarine halt. Ach so, ja, genau. Jung. Ganz vergessen hier. Schön pflanzlich hier, Mensch. Ja. Wir achten auch hier Veganer, Vegetarier. Ich glaube, da wird im Knast drauf geachtet, ne? Ob man jetzt Schwein ist oder nicht. Ich glaube. Ob man vegetarisch ist. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, wenn oder hat man nicht mal die Rechte doch, oder? Ja, ich glaube schon. Vor allem hier in Deutschland doch. Ja, glaube ich auch. Und Leute, was uns auch noch durch den Kopf gegangen ist, wenn jetzt jemand sich im Gefängnis eine Zelle teilt, die gehen ja da alle auch aufs Klo gleichzeitig, ne? Ja, du musst vor. Also in Deutschland glaube ich jetzt nicht, aber du musst eigentlich vor anderen Leuten. Das ist erniedrigend und pissen das und scheiße. Bei dem Video merke ich, ich will niemals im Gefängnis kommen. Nee, Leute, bleibt sauber, mach keinen Scheiß. Ich mach niemals Scheiße. Leute, Alter. Bleibt sauber, so wollt ihr nicht leben. Ja, Mann. So, wir haben Butter. Jetzt kommt noch der Quark drauf. Was? Ich probiere erstmal so. Ja. Brot und Margarine, voll lecker, finde ich. Mist, das habe ich schon drauf gespürt. Ja, also Bash. Gibst du mir ein bisschen Knast, die Kollege? Nö. Und jetzt mit Quark? Schöne Eiweiß, Leute. Für die Gains. Schmeckt? Ja, so. Das könnte satt machen, weil Quark macht richtig satt eigentlich. Ja, genau. Ist ja quasi Instant. Ist jetzt nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Aber, gucken. Aber die Butter schmeckt. Das macht das aus. Doch. Kommt gut eigentlich. Boah, jetzt noch Marmelade. Ja. Das wäre jetzt geil. Das habe ich mir auch eben gedacht. Oder Honig. Werther, Marmelade, bring mal her. Oh, ist ja gar keine Regie mehr. Ja. Quark ist halt Quark, ne? Stell dir das mal jeden Tag vor. Brot mit Margarine könnte ich jeden Tag essen. Mhm. Aber Quark ist halt irgendwie. Ja, würde ich essen wegen dem Eiweiß einfach. Ja. Wenn ich im Knast wäre, ich würde einfach jeden Tag trainieren. Oder jeden zweiten. Auf jeden Fall, du hast ja. Ich würde mich so aufpumpen einfach. Ich, weil ich auch. Ich habe eh nichts zu tun. Weil du hast eh kein Hobby. Ja. Ich glaube, man kann heutzutage gerade auch ein bisschen arbeiten, habe ich mal gehört. Ja, man kann sogar eine Ausbildung machen. Und Leute, wer hat auch ganz viele Dokus früher mal gesehen über Gefängnis und so. Aber beste Dokus. Beste Dokus, ich habe alles durch. Die sind immer so unterhaltsam, ne? Und bei den Amis, in Texas und so, hör auf. Was da abgeht, ey. Da gibt es ja auch diese Gemeinschaftszellen und so. Boah. Musst du zu dritt einen Klo teilen, musst vor anderen Leuten scheißen. Der Großstück, das stinkt doch heute. Ekelhaft. Oder auch alleine der Werte, der riecht die Gerüche. Quark ist jetzt nicht so geil. Ja. Für den Tag geht's, aber jeden Tag ein bisschen heftig. Gucken, ob der Tee schmeckt. Aber ich denke mal, die haben auch so Zucker und so. Können die noch ein bisschen Zucker reinmachen? Ich denke schon. Die haben ja sogar Fernseher und so in der Zelle. Ja. Also in Deutschland ist das auch in Anführungsstrichen relativ chillig. Stefan, du machst das im Knast und die gucken mich so böse an. So, was machst du da? Jetzt könntest du das jemandem übers Gesicht schütten. Ne? Boah. Man kann sich da viel ärgern. Grüner Tee ist mein Lieblingstee. Vorzüglich. Muss ich sagen. Oh, heiß. Erstmal schnell die Zunge verbrannt. Nice. Wir trinken jetzt noch den Tee. Und genau. Dann ist das Frühstück fertig. Das Frühstück ist einfach durch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns später beim Mittagessen wieder. Bis später. Mittagessen.
Wir haben einmal Schweinebraten, Kartoffeln, Kaisergemüse. Da muss ich wirklich sagen, sieht sehr geil aus. Ob da auch so geil gemacht wird, weiß ich nicht. Und ein Dessert. Hier Proteinriegel und Schoko-Butterkekse. Gehen wir davon aus, die haben noch Salzstreuer und Pfeffer. Ketchup und so haben wir jetzt weggelassen. Wissen wir jetzt nicht, was die da haben. Vielleicht ist das zu viel Verwöhnung für die. Okay, fast leer leider. Hey. Tut mir leid. Aber auch nichts mehr davon. Aber ist jetzt das genüsslichste Essen. Ja, das kann man sich gönnen. Ne? Also das ist ja relativ clean noch. Ja. Also kann man schon mal ein paar Gains mitmachen. Okay. Gucken wir mal. Ja. Den Braten haben wir übrigens vom Metzger gekauft. Ja, ein bisschen trocken jetzt. Schweinebraten. Wir essen uns eigentlich nicht Schwein. Ist okay, ne? Sogar Gemüse hier. Relativ gesund. Also man kann auch bei der JVA relativ gesund essen. Zu trinken haben wir hier Wasser. Genau. Da stand jetzt nichts dabei. Ja, aber Mittagessen stand nichts. Deswegen Wasser. Ja, ein bisschen zäh hier alles. Hat der Koch nicht gut gemacht. Extra ein Koch von der JVA. Danke dir übrigens. Frank, danke. Frank, besser Mann. Gruß geht raus. Bin mal gespannt aufs Abendessen mit Deutschland. Da gibt's auch wieder was mit Brot, ne? Wieder Brot. Man kann auf jeden Fall davon satt werden. Tja, was ich mich frage, wenn es einer, der sehr übergewichtig ist und vorher immer 5000 Kalorien jeden Tag gegessen hat und dann kommt er ins Gefängnis und dann gibt es erstmal nur 2000 Kalorien, ist ja auch für den eine Umstellung. Aber ich denke mal, der Magen passt sich dann auch irgendwann der Ernährung an, weil wir Menschen sind Gewohnungstiere. Müsste ja theoretisch dann voll abnehmen. Oder ich frage mich, wenn man so zum Wärter geht, so ich habe Hunger. Oder gibt es eine Grenze beim Essen? So? Man kann da einfach Geld verdienen. Man kann auch mit dem Geld kannst du dann Sachen kaufen in dem Shop da. Ach krass. Süßigkeiten, Nudeln oder so. Ach, im Gefängnis drin? Ich glaube, man kann sich auch ein bisschen selber versorgen. Also jetzt in Deutschland, keine Ahnung, wie das war. Und nach dem Motto so aufs Leben vorbereiten. So habe ich das gesehen auf der, in der Doku. Krass. Aber ich glaube, jeder Knast ist unterschiedlich. Boah, die Kartoffeln sind gut. Ja, ich glaube, es gibt so feste Essenszeiten, also morgens, mittags, abends. Und ja. So Snacks musst du dir selber kaufen. Okay, auch. Wenn man naschen möchte. Ich denke mal, da gibt es auch keine Naschen. Okay, so ein bisschen Dessert war jetzt dabei. Ja, so wie so ein Kiosk. Kannst du ein paar Sachen holen, wenn du Geld hast. Damit man sich das Leben auch so wieder einstellen kann, falls man überhaupt draußen ist. Auf ein schönes Wasser. Boah, okay. Jetzt mal Keks dran. Hey! Hat der Wärter ordentlich zugegriffen, Alter. Da sind noch zwei Kekse. Wärter Frank, was ist das hier? Frank, was soll das? Das war ein Keks noch. Das ist beim Kochen gegönnt hier. Okay, kann ja nicht sein hier. Komm, jeder einen Keks wenigstens. Genießen wir jetzt. Wow. Und noch ein Proteinriegel. Perfekter Abschied zum Essen. Gutes Dessert. So kann man verdauen. On point. Bis zum Abendessen. Danke dir. Gerne, mein Freund. Mein Knastbruder. Leute, wir sind beim Abendessen. Wir haben Camembert. Das sind irgendwelche Camembert-Stücke. Und dieser Preiselbeersoße. Da wird jetzt erstmal gediegen reingepfiffen. Und dann wieder Brot mit Margarine, Leute, unsere Lieblingsmahlzeit. Und ein Tee. Das war's mit dem Abendessen. Dann schlafen. Ciao. Und noch schöne Grüße an Leon und Chiara. Bam! Ihr habt hier auf YouTube die Glocke aktiviert und uns auf Instagram gefolgt. Einmal Marfit, Kelvin, Fitti, wichtig folgen. Dort das neueste Bild liken und mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren. Da habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Oh, dann gönnen wir uns mal hier schön Brot mit Margarine. Jawohl, die Margarine drauf. Mein Knastbruderchen. Bester Knastbruder. Klatschen wir mal alles schön drauf. Ja, das ist für die Camembert-Dinger. Ach, das ist gar nicht fürs Brot. Nee, nee, das war dabei. Das isst man so. Aber kannst du ja natürlich auch aufs Brot klatschen. Genau. Die freie Wahl haben. Das ist ja so ähnlich, Marmeladen-ähnlich, würde ich sagen. Also so isst man das. Ja, Mann. Ich probiere mal jetzt dieses Stück. Soll aus dem Brot schmecken, wa? Go. Boah. Oh mein Gott. Boah, geil. Ja, das ist gut, Mann. Alter, Leute, hier ist nur so Käse drin. Die gönnen sich ja richtig da, ey. Dazu Brot und Margarine. Das ist ja ein Festmahl, Alter. Aber darauf würde ich mich immer freuen, ne? Ich würde mich nur aufs Essen freuen im Klasse. Man kann es machen, trainieren, essen. Trainieren, essen, trainieren, essen. Echt lecker. So kann man essen hier, ne? Boah, ist echt geil. Dann ist das jetzt mein drittes, glaube ich. Schön brüderlich geteilt. Also ich muss sagen, Mittagessen und Abendessen top. Frühstück war ein bisschen mager, halt mit dem Quark, aber alles. Im Gesamtpaket leben die nicht schlecht.
alles, was man braucht. Immer außer so jetzt Obst hat mir gefehlt, so ein Apfel oder so. Genau. Vielleicht gibt es da so Obstteile aus. Bananen oder so. Vom Essen her kann man so leben. Trinken wir mal ein bisschen Tee hier. Auf einen guten Aufenthalt. Auf einen guten Aufenthalt. Ich glaube, ich weiß, warum wir immer Tee trinken. Wegen dem Sprichwort abwarten und Tee trinken. Ah!